Liebe Besucherinnen und Besucher, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Gesprächsrunde mit dem Titel Arabische Revolten, humanitäre Antworten auf eine politische Bewegung. Die Runde findet ja im Rahmen der aktuellen Ausstellung Karama statt, die wir, das Politforum des Bundes, gemeinsam mit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA realisiert haben. Heute Nachmittag hat im Berner Kursaal die Jahrestagung der humanitären Hilfe des Bundes stattgefunden. An der Eröffnung prominent vertreten war das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Grund dafür ist, dass diese Institution ihr 150-jähriges Bestehen feiert in diesem Jahr, und dazu gratuliere ich ganz herzlich. Das IKRK ist nach wie vor der wichtigste Partner der Schweiz in der internationalen humanitären Hilfe und erhält ein Drittel des Budgets der DEZA für humanitäre Hilfe. Es freut mich sehr, dass wir heute Abend den Präsidenten des IKRK, Herrn Peter Maurer, bei uns in der Runde haben. Herzlich willkommen. Er wird sich heute Abend mit an seiner Seite Anita Müller von Swiss Peace, sie tritt anstelle von Cordula Reimann, die Sie noch im Programm aufgeführt fanden, mit ihm unterhalten. Dann darf ich auch herzlich begrüßen Herrn Martin Dahinden, Direktor der DEZA und damit auch eigentlich Co-Gastgeber des heutigen Abends, und auch Peter Nickli, Geschäftsleiter von Allianz Süd. Moderieren wird das Gespräch der Mann in der Mitte. Es ist nicht wie angekündigt Erwin Schmidt. Herr Schmidt musste Mittwochabend eilends nach Argentinien abreisen. Der Papst ist schuld, könnte man sagen. An seiner Stelle wird heute Abend John Duri Vinzenz auftreten. Sie haben ihn sicher auch schon am Fernsehen gesehen. Er ist Bundeshausredaktor des Schweizer Fernsehens und moderiert auch die Tagesschau. Ganz herzlichen Dank, Herr Vinzenz, dass Sie so kurzfristig eingesprungen sind. Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie da so unkompliziert mit tun. Ja, jetzt kann ich Ihnen einen spannenden Abend wünschen und ich darf jetzt die Leitung Herrn Vinzenz übergeben. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Auch von meiner Seite guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Gut zwei Jahre ist es her, da hat die Welt nach Nordafrika geschaut. Es herrschte eine gewisse Euphorie. Man schaute mit einer gewissen Euphorie darauf, wie dort ohne großes Blutvergießen entstanden aus einer Volksbewegung Potentaten gestürzt wurden, demokratische Anstrengungen durchgeführt worden, für mehr Demokratie gekämpft wurde. Heute, gut zwei Jahre später, ist diese Euphorie vielleicht einer gewissen Ernüchterung gewichen. Man sieht die Probleme, die betroffenen Staaten in Nordafrika haben, und man sieht vor allem die Katastrophe, die sich in Syrien abspielt, wo es einen Bürgerkrieg gibt. Die Bilanz in Zahlen heute ist, dass man im Zusammenhang mit dem arabischen Frühling von etwa 100.000 Opfern spricht und von vielen Flüchtlingen, und im Fall von Syrien eine Situation, die nicht viel Hoffnung macht. Darüber wollen wir heute ein bisschen diskutieren. Und mein Kollege Erwin Schmidt, der hätte den Vorteil gehabt, dass er natürlich auch selber aus seiner eigenen Erfahrung hätte berichten können. Er war selber zum Teil in Nordafrika in dieser Zeit und hat diese Euphorie damals selbst mitbekommen. Ich habe das Ganze natürlich, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch, aus Distanz erlebt. Und ich möchte eigentlich als erstes meine Gesprächspartner fragen, wie Sie selbst vor gut zwei Jahren mit diesem Phänomen des arabischen Frühlings konfrontiert wurden und was sich bei Ihnen damit für Sie für Hoffnungen verbunden haben. Vielleicht gerade Sie, Frau Müller, Sie kennen ja den arabischen Raum gut, Sie haben selber zum Teil da gelebt und sprechen auch selber Arabisch. Wie sind Sie damals mit diesem Phänomen konfrontiert worden? Einerseits war ich total überrascht und andererseits
auch das Gefühl, endlich ist es soweit. Ich war als junge Studentin schon in den 80er Jahren, übrigens auch in Syrien ein halbes Jahr. Ich war später verschiedentlich in anderen Ländern und bis vor 10 Jahren dann auch mehrere Jahre lang in Ägypten und hatte dort das Gefühl, die Stimmung ist wie ein Dampfkochtopf, der nicht explodieren kann und man hätte auch nicht gewusst, wohin er, wie er explodieren hätte können. Und dann endlich war es soweit, dass wirklich etwas in dieses verkrustete, ungute, stabile in Bewegung gekommen ist und ich glaube, es ist allen so gegangen, übrigens auch Leuten, die ja mit dem Raum nicht näher zu tun gehabt hatten, aber sowieso die anderen. Es war eine unglaubliche auch persönliche Erleichterung und auch Hoffnung, das zu sehen, schon fast auch Euphorie mit allem Wissen, dass das natürlich nicht mit dieser Revolution dann von einem Tag auf den anderen wunderbare Verhältnisse herrschen, wo alle Probleme gelöst sind. Aber diese Kombination von einerseits, das Gefühl, endlich diese Erleichterung, auch physisch merkbar an mir selbst, ist es soweit und die Hoffnung, dass jetzt etwas in Gang kommen kann. Martin, da hinten, wie haben Sie das erlebt? Also überrascht war ich auch, wenn die Leute, die sich intensiv mit diesem Raum befassen, einige Tage, einige Wochen vorher nichts sich abzeichnen sehen, ist das natürlich umso mehr mit mir der Fall, der kein Spezialist ist. Ist allerdings auch nicht das erste Mal in meiner beruflichen Karriere. Also wer hätte beispielsweise kurz vorher den Zusammenbruch der Sowjetunion so erwartet, wie er stattgefunden hat. Für mich war es aber dann relativ klar, das ist interessant, oder? Peter Maurer war ja damals Staatssekretär. Für mich war es klar, dass wir es mit etwas sehr Langfristigem zu tun haben und die Vergleiche, oder, die damals gemacht wurden mit Osteuropa, hielt ich von Anfang an eigentlich für falsch, weil natürlich in Osteuropa völlig andere kulturelle, gesellschaftliche und politische Grundlagen da waren und weil natürlich, auf das werden wir vielleicht noch zu sprechen kommen, eine Richtung der Reformen gefehlt haben und diese Richtung der Reformen war in Osteuropa da mit den Beitrittsperspektiven vor allem zur Europäischen Union. Also auch überrascht und das war natürlich dann der Ausgangspunkt, der schwierige Ausgangspunkt zum Formulieren einer Reaktion. Wir haben dann sehr rasch auch mit Kollegen gesprochen, also bei mir waren das andere Entwicklungsminister, Leute aus internationalen Organisationen. Und man muss eigentlich sagen, bis heute gibt es keine kohärente Haltung, keine kohärente Position zu diesen vielschichtigen Ereignissen, die sich dort abspielen. Also wie meinst du das, keine kohärente Haltung? Wie kann man sich das erklären? Also man kann sich darum erklären, mir haben die Kollegen gesagt, bevor ich gekommen bin, du musst dann aufpassen mit dem arabischen Frühling. Es sind ganz viele verschiedene Phänomene, oder? Der Jemen ist anders als Tunesien und so weiter. Und Arabisch soll ich auch nicht verwenden, weil es auch andere ethnische Gruppen hat, die darin bezogen sind. Und das zeigt ja im Prinzip, dass es ein vielschichtiges Phänomen ist. Ich selber glaube nicht, dass wir einfach das reduzieren können auf ein Modernisierungsphänomen. Oder es ist damals, 2011, oft davon die Rede gewesen, dass diese Länder jetzt gewissermaßen einen westlichen Entwicklungspfad einschlagen würden. Das halte ich eben aus den anderen kulturellen, politischen Voraussetzungen nicht für sehr einleuchtend, aber man muss auch sagen, dass die westliche Politik in dieser Region diskreditiert ist. Die wichtigen Staaten haben lange Zeit autoritäre Regime unterstützt, so wie 30 Jahre früher das Regime des Staates des Schahs von Persien. Und das muss uns sehr vorsichtig machen, wenn wir Vorstellungen entwickeln, diese Länder seien jetzt gewissermaßen auf dem Weg zu den politischen Systemen oder und zu den Werten, wie wir sie in Europa haben. Vielen Dank. Peter Nickel, wie haben Sie es erlebt vor gut 2 Jahren? Ich war in Korom Korom, das ist im Norden von Burkina Faso, in der Nähe der umkämpften Region in Mali. Die Leute waren begeistert.
habe die Nacht erlebt, als Ben Ali packte. Kam über Fernsehen, schlechte Qualität. Nachher ging ich ans Weltsozialforum im Senegal. Das war das große Thema, was machen wir in Westafrika damit? Wir haben dieselben Kerle, wir müssen die auch zum Teufel jagen. Niemand hat gedacht, dass eine Modernisierung oder westliche Revolution oder so, die Leute, die sich da engagiert haben, die wollen ihre eigenen Wege gehen. Und so ist das Signal auch in Westafrika angekommen. Und es hatte noch einige Monate gewirkt. In einigen Staaten Afrikas ist sozusagen der arabische Frühling aufgenommen worden und wurde dann auch gründlich unterdrückt, dort wo es etwas stattgefunden hat. Ich habe 5 Jahre vorher auch an einem Weltsozialforum in Nairobi, war ich an einem Workshop, da saßen ein paar Ägypter, Gewerkschafter, die haben erzählt von Streikwellen, von wilden Streiks, von einer außerordentlich wilden Unterdrückung dieser Streiks. Sie haben erzählt von Landbesetzungen, von Unruhen unter Pachtbauern. Es sind ja viele Rechte der Bauern in Ägypten wieder aufgehoben worden, die sie vorher mal gehabt haben. Und ich war erstaunt, dass ich natürlich in keiner Zeitung je etwas davon gelesen habe. Ich habe nachher mich geachtet, einige Jahre lang, und manchmal eine Zeile in der NZZ unter den Kurznachrichten gesehen oder in der International Herald Tribune. Es lief viel. Es war einfach nicht interessant. Weil das sind nicht die Ereignisse, die man ernst nimmt, bis es knallt. So ist es geschehen. Vielen Dank. Peter Mauer, Sie waren, wir haben es gehört, damals in einer anderen Funktion als heute noch. Wie haben Sie es erlebt, diese Zeit? Ja, nicht anders als meine Kollegen hier auf dem Podium. Ich denke, wir waren alle überrascht. Ich war auch überrascht. Und nach einem Augenblick überlegen, war ich dann überrascht, dass ich überrascht war. Weil eigentlich, und Peter Nickli hat es etwas angesprochen, die Fakten waren eigentlich vorhanden und zugänglich. Wir wussten spätestens seit den regelmäßigen Veröffentlichungen des Arab Development Reports, des arabischen Entwicklungsberichtes ab Jahrtausendwende, welches die unterliegenden Spannungen in diesen Gesellschaften waren. Wir waren relativ präzise informiert über die sozialen Spannungen, die wirtschaftlichen Spannungen, verschiedenen auch machtpolitischen Konstellationen rund um die verschiedenen Länder, innenpolitisch, außenpolitisch. Also eigentlich war alles da und trotzdem sah man es nicht. Und es ist schon so, wie Martin gesagt hat, oder von der Erlebniswelt war es wie 1989, auch wenn es nicht 1989 war und ist, was sich nachher abgespielt hat. Aber ich denke, auch Martin hat es erwähnt, niemand und auch die besten Spezialisten hatten nicht erwartet, dass es so kommt. Als Historiker muss ich dann immer wieder sagen, zum Glück gibt es eben Geschichte, die sich nicht so abspielt, wie man sie erwartet. Vielen Dank. Ja, von der Überraschung oder zum Teil auch Euphorie und Hoffnung von damals, lassen Sie mich einen Bruch machen, Herr Mauer. Sie sind unterdessen Präsident des Internationalen Roten Kreuzes, des Komitees vom Internationalen Roten Kreuz und vor allem mit dem Thema Syrien im Moment beschäftigt. 72.000 Tote, sagt man heute, unermesslich große Millionen von Flüchtlingen, die unterwegs sind. Man hat das Gefühl, es ist hoffnungslos. Wie beurteilen Sie die Situation? Vielleicht eine Nuance. Ich bin nicht vor allem oder nur mit Syrien beschäftigt. Syrien ist ein wichtiger Konfliktherd, aber wenn wir heute Abend vom arabischen Frühling
sprechen, erstaunt es nicht, dass dort, wo wir heute und in unmittelbarer Zukunft die Probleme sehen, wo die Spannungen sind, wo wir aktiv sind und versuchen zu verhindern, dass vielleicht weitere Konflikte eskalieren, dann fokussieren wir uns ganz stark auf den ganzen Bereich von Côte d'Ivoire bis ins Horn von Afrika, weil eigentlich im Sinne der Auswirkungen des arabischen Frühlings der ganze Sahel eigentlich jene Region ist, die am größten gefährdet ist im Sinne weiterer Instabilitäten. Und dann haben wir, wie Sie gesagt haben, haben wir natürlich jene Länder wie Syrien, wo alle sich wieder auch, oder nicht alle, aber sehr viele sich wieder einmal sehr fatal verkalkuliert haben. In der Meinung, man könne Syrien mit Tunesien vergleichen oder es gebe lineare Entwicklungen in Richtung Positiv und Demokratisierung. Und eigentlich war auch hier von allem Anfang an klar, dass wenn man nicht intelligent politisch reagiert auf diese Veränderungen, dass dann die Gefahr einer Eskalation eines Konfliktes in einem Land sehr groß ist, und den sehen wir heute. Ich habe heute in einem anderen Kontext an der DEZA-Jahrestagung gesagt und meinen Kollegen, wir haben heute das Gefühl, in Syrien sehen wir so etwas wie einen Tipping Point. Es ist wie die Waage, die sehr langsam aber doch stetig in noch mehr Probleme hineinkippt. Und was uns heute besonders beschäftigt in Syrien, ist eigentlich, dass nicht mehr das größte Problem die direkten Auswirkungen des Konfliktes sind. Es sind nicht jene, die direkt verwundet und getötet werden im Konflikt. Es sind die indirekten Folgen, es ist der Zusammenbruch des Systems, das wir beobachten. Es ist die Desintegration der Gesellschaft, was dieses Land zusammengehalten hat, fällt auseinander. Und fast mit jedem Tag sehen wir jetzt Probleme auftauchen in Größenordnungen, wie wir sie vorher nicht gekannt haben. Wir haben das erste Mal im Januar, Februar beobachtet, dass unsere Statistiken andeuten, dass die Verletzten durch Schusswunden und die Getöteten durch Schusswunden kleiner sind als jene, die sterben vorzeitig wegen Krankheiten, wegen dem Zusammenbruch des medizinischen Systems. Und der Zusammenbruch des medizinischen Systems ist eine Folge des Konfliktes. Die Konfliktparteien respektieren die Integrität der Spitäler, der Mediziner, der Krankenschwestern nicht. Und weil sie sie nicht respektieren, haben die Leute Angst, zum Arzt zu gehen und ins Spital zu gehen, weil sie Angst haben, dass wenn sie den einen pflegen, dass man denkt, das ist ein Doktor, der die Opposition oder die Regierung pflegt. Also wir haben eine Ideologisierung des Konfliktes, die den Konflikt in die geschütztesten Bereiche hineinträgt. Und in dem Moment beginnt dann eben ein System auseinanderzufallen und nicht mehr nur ein Konflikt einzelne Personen, so groß die 70.000 sind, beginnt dann ein System auseinanderzufallen, und dann werden dann die Opferzahlen und die Auswirkungen noch stärker ansteigen. Und das ist ein Phänomen, das wir in anderen Konflikten auch beobachtet haben, auch immer beobachtet. Und es ist eine kritische Situation, weil wir alle wissen, dass was jetzt und von jetzt an kaputt geht, noch viel länger dauert, um es dann wieder zusammenzuflicken. Was kann das IKRK tun? Als humanitäre Organisation sind wir natürlich in erster Linie da, um die unmittelbarsten Probleme zu lösen, also zu versuchen, Zugang zu verhandeln zu jenen, welche Not leiden.
Was wir versuchen können, ist, alle Konfliktparteien zu engagieren und ihnen bewusst zu machen, was es bedeutet, wenn sie elementares humanitäres Völkerrecht verletzen. Wir können versuchen, durch unsere Präsenz in Spitälern und durch die Unterstützung dieses medizinischen Sektors zum Beispiel oder der elementaren Bedürfnisse der Bevölkerung, können wir versuchen, diese Desintegrationstendenz aufzuhalten, die schlimmsten Auswirkungen zu begegnen. Wir können versuchen, die internationale Gemeinschaft zu mobilisieren. Das gehört in unsere Diplomatie, dass wir mit den wichtigen Ländern, welche Einfluss haben auf die eine oder andere Seite im Konflikt, dass wir mit ihnen reden, ihnen bewusst machen, was hier geschieht. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Rolle, die ich als Präsident des IKRK habe, dass ich versuche, zu übersetzen und in den diplomatischen Gremien, in den Außenministerien, bei den Regierungen, welche Einfluss haben, sie darauf hinzuweisen, was wir genau beobachten an der Basis. Also dass wir in Moskau, Teheran, in Riad, in Katar, in den europäischen Hauptstädten, in Amerika, in der Türkei, dass wir vor allem mit jenen Ländern, welche direkten Einfluss auf die Konfliktparteien haben, dass wir ihnen bewusst machen, was das Ausbleiben einer politischen Lösung für humanitäre Folgen hat. Wir sind nicht da, um die politischen Lösungen zu suchen und können das auch nicht und müssen uns zurücknehmen, um überhaupt humanitäre Hilfe leisten zu können. Aber wir sind auch da, um immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass nur wenn politisch Druck ausgeübt wird, wenn die wesentlichen Mächte auf ihre jeweiligen Freunde in Syrien Auswirkungen haben, dann können wir vielleicht die Tendenz, die ich eben beschrieben habe, in eine andere Richtung lenken. Erlauben Sie mir noch eine letzte Frage in diesem Zusammenhang. Sie haben von Gesprächen geredet, Sie haben im September Präsident Assad getroffen. Erlauben Sie mir die Frage, hat es was gebracht? Ja, sicher. Es bringt immer etwas, wenn man einen Dialog beginnt und wenn man sich einlässt auf einen Dialog und wenn man hartnäckig genug ist im Dialog, gibt es immer ein Resultat. Aber das Resultat ist meistens zu wenig gegenüber dem, was an Problemen auf uns zukommt. Was die Gespräche mit der syrischen Regierung im September und auch im Nachgang zum September gebracht haben, ist verbesserter Zugang des IKRK in Syrien. Wir haben erleichterte Visen erhalten, wir können heute häufiger und erleichtert ins Feld gehen in Syrien. Wir konnten 15 Lastwagen nach Syrien importieren, um direkte Konvois zusammenzustellen. Also wir haben Hindernisse beseitigen können und sind dann an entscheidenden Orten an unsere Grenzen gestoßen, weil der Krieg und der bewaffnete Konflikt eskaliert hat und weil dann die Unsicherheit so wird, dass gewisse Operationen einfach zu riskant werden, um sie durchzuführen. Wir sind heute in täglichem Kontakt mit der syrischen Regierung, wir sind in täglichem Kontakt mit der Opposition, wir sind in täglichem Kontakt mit den verschiedenen bewaffneten Gruppierungen vor Ort. Die Telefonliste der Delegationschefin in Damaskus, der IKRK-Delegationschefin, der Kommandanten im Feld, die wächst jeden Tag. Sie weiß, wer welchen Landstrich kontrolliert und sie ist in Kontakt und versucht, Zugänge zu verhandeln, ganz konkret. Und das gelingt manchmal und gelingt oft nicht, weil wir nicht ausreichend Sicherheiten und Zusicherungen erhalten, dass wir einen Konvoi starten können und weil die Zersplitterung und die Desintegration politischer Macht in Syrien nun einen Zustand erreicht hat, welcher das Management einer humanitären Operation einfach sehr, sehr schwierig macht.
Wir haben, das ist vielleicht ein interessanter Hinweis, oder obschon wir eigentlich seit Mitte Oktober in jedem Monat mehr machen, machen wir zu wenig. Frau Müller hat mich ein paar Mal angeschaut, es scheint Ihnen etwas unter den Nägeln zu brennen. Wollen Sie gerade was dazu sagen, oder? Nägel brennen nicht, aber einfach der Punkt, den du betont hast, Peter, wie wichtig es ist, jetzt gerade im Syrien-Konflikt eine internationale, eine Lösung mit den internationalen Akteuren, politischen auch zu finden, oder wie extrem wichtig der dort ist. Und einer der Unterschiede ja auch zum Verlauf, bei weitem nicht der einzige, aber einer der Unterschiede in Syrien jetzt im Vergleich zu Tunesien und zum Verlauf des Konflikts auch und der Transition in Ägypten, ist, dass es ja geopolitisch so einen einzigartigen Stellenwert hat und dass da Akteure aus der Region unter anderem, oder die einerseits ihren Einfluss in der Region schwinden sehen, wie der Iran zum Beispiel, direkt in den Konflikt eingreifen und Akteure wie Katar, Saudi-Arabien, die sich erhoffen, jetzt mit der Zersetzung des syrischen Regimes an Einfluss zu gewinnen, auch gegenüber Iran. Also diese regionalen Konflikte, die jetzt quasi stellvertretend auch in Syrien nachher wieder zum Ausdruck kommen. International haben wir die USA und einige westliche Mächte und gegenüber den Russen und Chinesen, die das Regime stützen. Also eine Art Stellvertreter, Krieg würde ich jetzt nicht sagen, aber quasi Austragen von machtpolitischen Interessen jetzt in Syrien, die zu einer totalen Radikalisierung und Eskalation auch durch Waffenlieferungen und andere Arten von Unterstützung des Konflikts führt und übrigens wahrscheinlich auch wichtig dazu beiträgt, dass der Konflikt jetzt immer stärker, was man von Anfang an befürchten musste angesichts der Ausgangslage vor Ort, aber was am Anfang nicht der Fall war, immer stärker auch eine konfessionell-ethische Dimension bekommt, die dann auch wieder gespiegelt ist oder durch diese Linien schiitischen Iran, Hezbollah, Assad-Regime und die quasi sunnitischen dominierten Golfstaaten, zum Teil auch islamistisch argumentierende bewaffnete Gruppen unterstützen, was das Ganze einfach immer stärker noch polarisiert, auch eben gerade durch die Aktivitäten der externen Mächte. Sie haben von einer politischen Lösung gesprochen. Was würden Sie denn da sehen oder was wären da für Möglichkeiten? Ja, ich sehe keine Möglichkeit, aber das Problem ist, dass eben die Großmächte ja im Moment so unterschiedliche Interessen austragen und anscheinend, das wurde heute Nachmittag auch an der DEZA-Konferenz oder von dir, glaube ich, Peter Maurer, stark betont, eben sogar kleinste Lösungen im Kleinen verhindern oder beziehungsweise eben nicht ermöglichen, dass die sich einigen. Es gab eine Frage, die natürlich am Anfang völlig klar war und seither spricht man nicht mehr so darüber. Es war die ganze westliche Staatengruppe nicht bereit, den Iran in Gespräche einzubeziehen. Das ist ein Grundfehler, würde ich meinen, wenn man eine Lösung erreichen will. Und man ist heute noch nicht recht in der Lage. Abgesehen davon hat man ja noch komplizierte Sonderverhandlungen mit dem Iran über das Nuklearprogramm. Das war sicher nicht der Möglichkeit einer politischen Lösung zuträglich. Ein anderer Aspekt, der vielleicht doch auffällig ist, wenn wir Libyen und jetzt auch Syrien sehen, es ist sozusagen ein bewaffneter Aufstand aus einer demokratischen Ermächtigungsrevolte heraus und sie haben jetzt nicht Fronten, klare Organisationen, die gegeneinander stehen, wie in klassischen Guerillakriegen, die ich miterlebt habe, sondern sie haben eigentlich Dutzende von Kampfbanden, die lokal verankert sind, die Mühe haben, sich politisch zu koordinieren, die Mühe haben, eine gemeinsame Vision zu entwickeln und die eigentlich auch für die Zukunft, falls sie gewinnen würden, nicht sehr vielversprechend sich im Moment darstellen. Also auch dort gibt es ein Gesprächsproblem, das man von außen unterstützen oder behindern kann. Im Moment haben alle ihre verschiedensten Freunde und das bewirkt vielleicht fast, dass die Gesprächssituation auch unter diesen Gruppen schwierig ist.
Ich rede von Gesprächen, von politischen Lösungen aus Frankreich und aus Großbritannien. Hört man jetzt, man müsse die Rebellen bewaffnen. Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie diese Pläne hören? Ich meine, die Bewaffnung oder, und Waffenlieferungen an Länder und Rebellen ist eine politische Frage, zu der ich mich an und für sich nicht äußere. Als Vertreter des IKRK muss ich natürlich sagen, es ist mir kein Konflikt bekannt, in welchem mehr Waffen eine bessere humanitäre Situation erreicht haben und in welcher es dann leichter geworden wäre, für humanitäre Akteure zu agieren. Ich denke noch einmal, was Peter gesagt hat, wenn wir zurückschauen, es ist schon fatal, oder? Wie die verschiedenen Mächte, welche Interessen haben im Nahen Osten und in Syrien ganz besonders, sich über Monate gegenseitig blockiert haben und falsche Lektüren der Situation gemacht haben und ihres Gegenübers, so dass sie nicht fähig waren zu erkennen, dass wahrscheinlich ihr gemeinsames Ziel gemeinsam minimale Positionen zu erarbeiten für alle ein besserer Deal gewesen wäre als das Gegenteil. Oder wir haben Monate haben wir gesehen, wie alle westlichen Staaten die Russen angeklagt haben und sie quasi zu Unterstützern des Regimes stigmatisiert haben und ihnen nicht, sie quasi nicht ihr Argument ernst genommen haben, dass dieses Land, wenn man unvorsichtig agiert, vielleicht in ganz andere Dimensionen sich desintegrieren könnte. Man hat die Ernsthaftigkeit der russischen Positionen und Sorgen nicht zur Kenntnis genommen. Und auf der anderen Seite haben die Russen zum Beispiel, haben die westlichen Staaten immer stigmatisiert, im Sinne, ihr wollt nur intervenieren und ihr wollt nur eine Situation schaffen, welche es euch erlaubt, das Gleiche zu machen wie in Libyen. Und so haben sie über Monate aneinander vorbeigeredet und haben über Themen diskutiert, die verhindert haben, dass sie, und noch heute verhindern, oder? Dass sie überhaupt eine gemeinsame Agenda und gemeinsame Interessen erkennen können. Wir haben im Dezember vielleicht das erste Mal gewisse Lichtblicke gesehen bei den letzten Gesprächen zwischen Brahimi und den russisch-amerikanischen Vertretern, wo klar wurde, dass vielleicht die Tatsache oder die Frage, ob Assad geht oder nicht geht und wann er geht und wann er nicht geht, nicht so zentral ist, sondern dass sich beide Sorgen machen über das, was wirklich passiert, weil das, was wirklich passiert, nun Dimensionen annimmt, welche möglicherweise die Interessen aller Beteiligten aufs Nachhaltige schädigt. Und ich denke, es ist ein interessantes Lehrstück der internationalen Diplomatie, wie man durch falsche Lektüre der Realitäten im Lande selber, durch falsche Interpretationen der jeweils anderen, sich in eine Situation manövriert, wo die internationale Gemeinschaft als solches handlungsunfähig wird und jene Dinge produziert, mit denen wir uns jetzt im Alltag im Lande selber beschäftigen. Das tönt, als ob Sie da keinen Ausweg sehen. Es gibt immer Auswege, es gibt immer Möglichkeiten, für das sind Diplomaten da, oder? Es gibt immer Möglichkeiten, neue Konstruktionen zu finden, um Konsens zu bilden. Und ich denke, die Zukunft ist offen. Die Lösungen werden gefunden werden, wenn die wesentlichen Operateure in Syrien selbst und rund um Syrien
wenn Sie die Einsicht in gemeinsame Interessen haben und beginnen, an einem Strick zu ziehen, und es wird keine Lösung geben, wenn nicht minimaler Konsens erzielt wird. Als ich im September in New York war und die permanenten Mitglieder des Sicherheitsrates und andere darauf aufmerksam gemacht habe, was die Verletzung der medizinischen Integrität und des Emblems für Folgen haben wird, und war es nicht möglich, zu diesem Zeitpunkt auch nur minimalen Konsens zu erzielen, dass die elementaren Bestimmungen der Genfer Konventionen eingehalten werden müssen und dass sie alles daran setzen, gegenüber ihren jeweiligen Partnern in Syrien das durchzusetzen. Heute sehen sie es langsam anders. Also es gibt schon Möglichkeiten, aus scheinbar hoffnungslosen Situationen herauszukommen. Aber es braucht... Die Lösungen können nicht von humanitären Akteuren kommen. Es sind politische Lösungen. Es ist Einsicht in gemeinsame Interessen und Einsicht, dass die Kosten, das nicht zu versuchen, größer sind dass die Kosten einfach größer sind, wenn das nicht geschieht. Wie sieht es aus mit der Möglichkeit einer militärischen Intervention, Frau Müller? Also ich denke, einerseits ist die aus den geschilderten Gründen unmöglich, durch eine, jetzt zum Beispiel im UNO-Sicherheitsrat, eine Resolution zu erhalten, die das quasi völkerrechtlich als legitim gestalten würde. Andererseits denke ich, ich bin keine Militärstrategin, aber ich habe in Syrien mal gelebt früher, und wenn ich mir das Land vorstelle und auch die momentane also Konfliktsituation und wer wo welche Gebiete beherrscht, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie eine militärische Intervention jetzt oder eine sogenannte humanitäre Intervention durchzusetzen wäre ohne massivste zivile Opfer. Also der Unterschied ja jetzt zu einem Land wie Syrien, Libanon, wo man auch, dass man auch kontrovers wahrscheinlich diskutieren kann, damals diese Flugverbotszone, aber da gestaltete sich die Situation auch auf dem Boden oder ganz anders, die Gebiete, die Gebiete, wo Zivilpersonen leben und die eine Flugverbotszone geht immer einher ja auch mit Einsatz von Waffengewalt, oder? Wenn sie nicht eingehalten wird und in einem so durchmischt und dicht besiedelten Gebiet wie Syrien, wüsste ich nicht, wie das machbar wäre. Und ich denke, jede Art von eben auch diese Waffenlieferungen von außen, die ja praktiziert werden, führen im Gegenteil zu einer Radikalisierung und Eskalation der Situation und die Gefahr eben der Ausbreitung auch regional. Das kommt dort auch dazu mit einer humanitären oder mit einer militärischen Intervention oder das Ausbreiten auf die umliegenden Länder. Genau. Also ich muss auch sagen, ich halte eine militärische Intervention aus ganz verschiedenen Gründen für völlig unrealistisch. Also wir müssen uns nochmals vergegenwärtigen, wo wir es zu tun haben. Oder Frau Müller hat darauf hingewiesen, dass so eine Art Stellvertreterkriegssituation besteht. Oder es hat sehr viele Interessen und Wechselwirkungen. Dann gibt es, das sind so die Angaben von Brahimi, nicht einfach eine Opposition. Es gibt rund 1400 verschiedene Gruppierungen dort, die irgendwie miteinander zusammenhängen. Es hat die ganze ethnische Dimension, Kurden, die andere Dinge verfolgen als beispielsweise islamistische Kräfte. Und eine militärische Intervention, also eine Zwangsmaßnahme der UNO, hätte an sich nur dann Sinn, wenn es darum gehen würde, eine politische Lösung umzusetzen. Also die militärisch in diesem Kontext, oder die militärische Intervention setzt eine politische Lösung voraus, so wie das beispielsweise im Kosovo der Fall war, oder wo das gegeben ist. Und da haben wir es mit einem anderen Phänomen zu tun.
Und ich glaube dann auch eine Intervention, eine militärische, wenn wir jetzt also uns in die Spekulation hineinbegeben würden, hätte wahrscheinlich enorme auch regionale Auswirkungen. Das ist ja eine der schwierigen Situationen in Syrien. Oder in Libyen hat es auch Auswirkungen gegeben, beispielsweise im Afrika unterhalb der Sahara. Oder? Aber diese Auswirkungen in Syrien wären von sehr größerer regionaler Tragweite. Es würde wahrscheinlich dazu führen, dass die Stabilität im Libanon zerfallen würde. Es ist nicht auszuschließen, oder dass es dann wieder sehr große Auswirkungen hätte auf die Situation im Irak. Und da sehe ich niemanden, oder ich habe auch nicht gehört, oder in den letzten Monaten, dass jemand auch nur an so etwas denkt, oder? An die Waffenlieferungen denkt man. Und bei Thema Waffenlieferung geht es eigentlich darum, dass man jetzt noch innerhalb dieser bewaffneten Opposition in Syrien seine Partei bewaffnen will. Also man bereitet sich vor auf den Konflikt innerhalb der bewaffneten Gruppen. Frankreich, England, alle haben jetzt Angst, es sind nur noch Islamisten, die werden bedient von unseren Verbündeten Saudi-Arabien und Katar. Das sind ja gute Staaten sonst. Sie werden von denen bedient. Wir bedienen jetzt die anderen. Diese Gespräche gibt es jetzt schon seit Monaten. Wenn wir keine Waffen liefern, dann haben wir keinen Fuß auf dem Terrain, wenn die gewinnen. Und in diesem Sinne finde ich, dass das eine zusätzliche Postkriegsvorbereitung für den nächsten Krieg. Für den Fall, dass Assad sich in die Berge zurückziehen muss und dort noch lange überleben wird. Also die alawitische Gemeinschaft dort kann relativ lange ihr Territorium halten und die anderen kann man dann gegeneinander loslassen und darauf will man sich vorbereiten. Lassen Sie mich noch zu einem anderen Thema. Das finde ich nicht sehr eine sinnvolle Politik, aber das gibt neuen Einsatz für Peter Maurer und verwandte Organisationen nicht. Auch wenn es einen Einsatz geben sollte, finde ich es auch nicht unbedingt einen erstrebenswerten Einsatz. Ich glaube, ich habe das klar gemacht vorhin. Da hinten, also Sie haben von den Auswirkungen gesprochen, die es jetzt ja schon gibt vom Syrien-Konflikt, die ganzen Flüchtlingsströme, man spricht von Millionen von Flüchtlingen, von einer Million, die in den umliegenden Gebieten sich aufhält. Die UNO hat eine Milliarde gefordert für diese Flüchtlinge, bis jetzt sind 250 Millionen zusammengekommen. Wie sehen Sie das? Macht da die internationale Gemeinschaft genügend für diese Situation? Ja, es ist so, wie Peter Maurer vorhin gesagt hat, oder man macht immer mehr, aber es reicht nicht. Aber ich glaube eben auch in der jetzigen Situation, wie wir sie vorliegen haben, oder ist der Flaschenhals eben nicht die Mobilisierung von finanziellen Mitteln, sondern das Problem ist effektiv dann Zugang zu haben in Syrien zu der bedürftigen Bevölkerung. Es ist ein bisschen anders, oder mit den vertriebenen Leuten in den Gebieten rundherum. Was macht die Schweiz da? Also, was macht die Schweiz? Und hier möchte ich vielleicht dann auch wieder ein bisschen öffnen oder über Syrien hinaus. Im letzten Frühjahr hat ja der Bundesrat beschlossen, dass wir die Botschaft, die Präsenz schließen in Syrien. Die DEZA ist selber nicht mehr präsent in Syrien, also in Syrien selber mit Personal. Wir unterstützen aber das IKRK, das Welternährungsprogramm und das UNO-Flüchtlingshochkommissariat in dieser Region eben mit humanitären Mitteln, mit Finanzierungen, teilweise punktuell auch mit dem Einsatz von Experten. Wir sind auch bereit, das ist dann nicht die DEZA, Vermittlungsbemühungen zu unterstützen. Also beispielsweise haben wir damals Kofi Annan Experten, Leute zur Verfügung gestellt. Das ist, was die Schweiz hier macht. Jetzt ist aber der arabische Frühling natürlich weiter. Es gibt ein weiteres Land, Jemen, wo wir ebenfalls auf eine ähnliche Art und Weise humanitäre Unterstützung leisten.
ganz anders sieht dann die Strategie aus in Nordafrika, oder? Und das zeigt uns wieder, dass wir es eben nicht mit einem Phänomen zu tun haben, mit mehreren. Und was jetzt Nordafrika betrifft, haben wir seit dem Frühjahr 2011 eine Strategie, die auf drei Säulen beruht. Das eine ist, dass wir Demokratisierungsprozesse und Menschenrechte unterstützen. Das ist ein Transitionselement. Wir sind überzeugt davon, wenn wir jetzt nicht die genauen Szenarien und alles kennen, dass Anstrengungen in diesem Bereich fundamental sind oder für die Überwindung von Defiziten, die dort sind. Wir haben eine zweite Säule, wo wir den Privatsektor und Beschäftigung unterstützen, das Schaffen von Arbeit und Einkommen. Das ist beispielsweise in einem Land wie Tunesien ein Schlüsselelement oder ein Schlüsselelement, das eben dann auch zur Entwicklung verhilft. Und das dritte, immer noch bezogen eben auf Nordafrika, also Ägypten, Tunesien vor allem. Wir unterstützen verletzliche Personen, die sich in dieser Region befinden und sind aktiv dort dann im Bereich der Migration. Wenn Sie das zusammensehen, also mit der humanitären Hilfe, es ist etwas sehr Differenziertes, je nach Länder dann wieder Unterschiedliches, mit dem wir eben versuchen, in einer Situation, die letztlich nicht durchschaubar ist oder die nicht von klaren Szenarien ausgeht, wenn ich das jetzt mit anderen Tätigkeitsbereichen der DEZA vergleiche oder zum Beispiel mit dem, was wir im Balkan machen oder im Kaukasus. Wir haben das Stichwort Migration noch so ein bisschen genannt im Zusammenhang mit Tunesien. Man hat ja Abkommen geschlossen mit Tunesien, Rückübernahmeabkommen. Heißt das ein Stück weit auch, das ist jetzt ein anderes Thema, dass man für die humanitäre Hilfe, die man leistet, auch Bedingungen stellt? Also ich muss sagen, das machen wir nicht. Also die humanitäre Hilfe ist nicht an Bedingungen geknüpft. Oder wir entscheiden uns, wenn ein Bedarf ist, für humanitäre Hilfe, oder? Das ist eines der Grundprinzipien. Das ist auch nie in Frage gestellt worden. Und auch die Entwicklungszusammenarbeit, also wenn wir beispielsweise in den Wassersektor investieren oder für Wasserversorgung oder eben Programme im Bereich der Landwirtschaft, gibt es nicht diese Verknüpfung. Es ist allerdings dann so, dass ein Engagement der Schweiz in diesem Bereich sicher für eine bessere Gesprächsgrundlage und Gesprächsmöglichkeiten schafft. Aber diese Konditionalität haben wir abgelehnt. Sie wurde gefordert anfangs letzten Jahres, als wir mit der neuen Botschaft und der neuen Strategie in den Bundesrat gekommen sind, von einzelnen Gruppen im Parlament. Der Bundesrat hat eine solche Verknüpfung, eine solche Konditionalität abgelehnt. Vielleicht sonst noch zur Konditionalität. Wir haben es auch immer abgelehnt, dass wir in anderer Weise Konditionalitäten einführen. Ich bin selber auch der Auffassung, man sollte beispielsweise Entwicklungshilfe nicht an Menschenrechtsstandards knüpfen, weil das dazu führen würde, dass wir dann oft eben gerade in den Ländern nichts mehr machen, wo eine Unterstützung besonders nötig wäre. Und in der öffentlichen Diskussion sind solche Forderungen gekommen, nach den Wahlsiegen fundamentalistischer Kreise in Ägypten und in Tunesien. Ich halte es für falsch, sich vom Engagement aus diesen Gründen zurückzuziehen. Wir engagieren uns ja eben teilweise gerade für Gruppierungen, ich denke jetzt an Frauen in Ägypten und in Tunesien, die eben teilweise in eine schwierige Situation geraten sind. Ich glaube, in diesem Punkt ist wahrscheinlich auch Einigkeit hier auf dem Podium, was solche Forderungen oder Bedingungen anbetrifft. Trotzdem die Frage an Herrn Nickli, Sie vertreten ja die großen Schweizer Hilfswerke in diesen Gebieten, von denen wir jetzt sprechen, sind Sie, glaube ich, nicht sehr aktiv? Die meisten Hilfswerke sind nicht aktiv in Nordafrika. Also das sind reiche Länder vergleichsweise. Und sind auch nicht aktiv gewesen in Syrien zum Beispiel, geschweige auf der Halbinsel. Das einzige Gebiet, wo einige aktiv sind, ist Palästina, besetzte Gebiete. Es gibt eine kleine Präsenz in Ägypten, schon seit längerer Zeit. Also in diesem Sinne, das ist kein Gebiet,
oder Hilfswerke tätig waren. Sie sind jetzt auch nicht reingerannt. Das hat keinen Sinn gemacht. Zu dieser Konditionalität, das stimmt, das ist dann alles abgelehnt worden. Der Druck steigt aber auch im Bundesrat. Also ich meine, Simonetta Sommaruga hat relativ klar natürlich gewünscht, dass man dann das schon als Argument braucht für eine Migrationspartnerschaft. Und das waren Bemühungen, die auch parallel liefen mit den Bemühungen der EU. Das Wichtigste war ja, dass die Südgrenze Europas gegenüber Libyen, Tunesien wieder dicht gemacht wird. Und das ist beides noch nicht richtig dicht. Aber dazu dienen die Verhandlungen und die Diplomatie, die man mit diesen Staaten macht. Und in diesem Sinne, Bedingungen spielen eine Rolle, aber formell gibt es keine. Und die Haltung des Bundesrats ist insofern auch akzeptabel. Wir wollen keine Bedingungen, aber wir benutzen im politischen Dialog natürlich das, was wir Gutes tun, um eventuell eine Lösung in unserem Sinn in den anderen Bereichen zu erreichen. Da das nicht mit Einsatz von Gewalt und Druckmitteln passiert, muss man sagen, okay, wenn die anderen zustimmen, dann ist das richtig. Die Art der Hilfe, der humanitären Hilfe, die die Schweiz jetzt leistet, wie es Herr da hinten beschrieben hat, jetzt abgesehen von diesen auch kritischen Tönen, wie beurteilen Sie? Darf ich nur ganz kurz einen Einwurf machen? Also humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit sind zwei Dinge, oder? Humanitäre Hilfe ist das, was das IKRK macht. Das ist eine Hilfe, die direkt an Notleidende, an Konfliktopfer, Katastrophenopfer geht, während dann eben die Entwicklungszusammenarbeit Kapazität bildet. Und eben es ist so, dass wir bei der humanitären Hilfe nicht definierte Schwerpunktländer haben und so weiter. Dort ist rein eigentlich das Humanitäre oder das Unterstützen von Menschen in Not maßgebend. Aber das nur also als Zwischenruf. Also auch die Volksparteien und die Freisinnigen, die eine strikte Konditionalität wollten das nicht mit der humanitären Hilfe verknüpfen. Da ist man sich einig in der Schweiz nicht. Aber die Frage war, wie Sie den Einsatz, oh, das Engagement der Schweiz beurteilen. Ja, Gelegenheit zur Kritik. Genau. Soweit ich das überhaupt beurteilen kann, nicht, finden wir das okay. Also, aber ich muss ehrlich sagen, es hat noch niemand von uns jetzt wirklich vor Ort angeschaut und studiert. Aber die Absichten sind okay. Der Einsatz für die Flüchtlinge in Tunesien war natürlich vollkommen berechtigt, ist richtig. Also das, was gesagt wird, wenn das so getan wird, dann sind wir damit einverstanden. Lassen Sie mich langsam so ein bisschen gegen das Ende kommen. Und wir haben am Anfang von den Erwartungen, von der gewissen Euphorie auch gesprochen, die diese Bewegung geweckt hat. Wenn Sie jetzt auf 2 Jahre zurückschauen, da ist der Syrien-Konflikt klar, aber die Länder zum Beispiel Nordafrikas, was ziehen Sie da für eine Bilanz, Frau Müller? Sind die Werte, für die man damals gekämpft hat oder von denen wir den Eindruck hatten, es sei dafür gekämpft worden, sind die, wie weit sind die in diesen Ländern? Also wir können eben, es ist von Land zu Land wieder unterschiedlich, genau. Aber um zum Beispiel den Fall Ägypten anzuschauen, also man kann sicher sagen, es ist überall extrem schwierig, der Weg. In Ägypten, die Lage momentan ist nicht gerade hoffnungsversprechend. Einerseits, was waren die Hoffnungen? Die Hoffnungen waren einerseits, von Würde wurde gesprochen, von Menschenrechten, von politischen Rechten und von Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Leute, die auf die Straße kommen. Das waren die großen Themen. Oder? Jetzt im Fall Ägypten, man kann sagen, sie haben es trotz allem Chaos und Schwierigkeiten und hin und her und zickzack geschafft, demokratische Wahlen durchzuführen, relativ frei und fair und mit Gewährung der politischen Rechte. Ich denke, in dem Sinn ist einiges passiert. Gleichzeitig ist das politische System aber total blockiert, weil es zu einer totalen Polarisierung ja in der Gesellschaft gekommen ist. Einerseits zwischen,
zwischen sich als islamistisch orientierten Kräften bezeichnet und den mehr säkularer Opposition, die total schwach ist. Da ist es zu einer ganz starken und immer stärker noch zunehmenden Polarisierung gekommen. Wenn wir heute auch die staatlichen Institutionen anschauen, die in Ägypten eigentlich sehr stark sind, seit Jahrzehnten schon, die werden zum Teil sind die schon fast nicht mehr funktionsfähig aufgrund des politischen, schwierigen politischen Prozesses und dieser Polarisierung und der Machtkämpfe, die eben immer noch stattfinden zwischen alten Eliten, neuen Kräften, der Armee irgendwo im Hintergrund, die alten Anhänger des alten Regimes, die zum Teil auch noch in den Systemen drin sind, zum Teil nicht so sichtbar. Die neuen Kräfte, die jetzt abgesehen von den islamistischen wenig einbezogen sind oder wenig Chancen haben oder zum Teil auch zu wenig geschickt sind und zu wenig Erfahrung haben und wahrscheinlich auch zu wenig Ressourcen, um sich mindestens unter sich so zu organisieren, dass sie eine Chance haben. Die wirtschaftliche Situation ist katastrophal. Die Devisenreserven am Ende, ich denke, die Alltagsbedingungen für die Leute sind sicher nicht einfacher geworden. Von daher habe ich jetzt fast nichts Positives gesagt. Ich würde sagen, das Positive in Ägypten und wo man auch, und auch wenn wir haben von Osteuropa gesprochen, man kann auch von Lateinamerika, wenn Sie die Demokratisierungsprozesse auch in Lateinamerika anschauen, das sind ganz lange Prozesse, die dauern Jahrzehnte, da gibt es Rückschläge und ich denke, damit müssen wir auch in Ägypten rechnen. Aber wenn wir die positiven Aspekte anschauen, es ist doch in Ägypten bisher, und ich würde nicht die Hand ins Feuer legen, dass das auch so bleibt, aber bisher ist es gelungen, die Konflikte mit ohne massiven Einsatz von Gewalt und Waffen auszutragen. Über Institutionen, über Gerichte, über alle möglichen Tricks und Wege, aber es ist gelungen, das nicht gewaltfrei, aber doch ohne eine Eskalation von bewaffneter Gewalt auszutragen. Ich denke, auch in der Bevölkerung gibt es ein unglaubliches Ressourcen und auch Willen eben zu dieser Gewaltlosigkeit und Kapazitäten. Aber das ist natürlich alles total unter Druck und es ist eine schwierige Zeit. Es gibt einzelne Stimmen jetzt, die schon wieder nach einer Rolle des Militärs auch im politischen Leben rufen. Es gibt die Polizei, die streikt und Bürgerwehren, die aufgestellt werden. Also beunruhigende Entwicklung. Durchzogen ein bisschen negative Bilanz in Ägypten. Herr Maurer, gibt es Anlass zur Hoffnung? Ich denke, wir haben alle gehofft, dass es eine kurze und positive Revolution ist und wir finden uns jetzt mit einer großen Transformation und in welchem die letzten 2 Jahre nur eigentlich eine sehr kurze Zeitspanne in einem langfristigen Prozess ist. Ich glaube, verschiedene, Martin, Anita haben darauf hingewiesen. Und in dieser langen Transformation, denke ich, sind die arabischen Revolutionen, die Frühlings, die wir erlebt haben, trotzdem wichtig. Sie haben einen fundamentalen Wandel in der Abwägung zwischen Entwicklung und Freiheit letztlich gebracht. Wir hatten vor den arabischen Frühlingsbewegungen hatten wir national autoritäre Konsense auf einem bestimmten Entwicklungspfad dieser Länder. Und wir haben heute eine größere Gewichtung von Freiheit im weitesten Sinne und das ist positiv. Es ist positiv, dass die Leute sich artikulieren, dass sie ihre Bedürfnisse artikulieren und es ist letztlich unser und aller Analystenproblem auch, wenn wir gemeint haben, dass damit dann Konsens sich schnell wieder einstellt. Konsens stellt sich eben nicht schnell ein, das ist ein langfristiger Prozess. Wir sehen an der Basis der Bedürfnisse, mit denen wir uns beschäftigen, wie schwierig es ist, selbst zu elementaren Fragen, nicht nur in Syrien, in,
in Libyen auch, an anderen Orten, wo wir tätig sind, selbst zu elementaren Fragen Konsens zu finden. Wenn wir unter dem Paradigma der Freiheit politisieren und in einer solchen Gesellschaft sind, dann will jeder sich äußern und dann beginnt sich die politische Welt neu zu konstituieren. Und das ist komplizierter als das, was wir gehofft haben, aber es ist grundsätzlich positiv, auch wenn die Auswirkungen viel Instabilität sind, wenn Konflikte aufbrechen. Aber wenn sie nicht aufbrechen würden, wären sie das, was sie 30 Jahre gewesen sind, Hindernisse der Entwicklung. Jetzt sind sie aufgebrochen und jetzt müssen wir mit diesen Ländern versuchen, diese Konflikte, wenn nicht zu lösen, so doch zu helfen in diesem Lösungsprozess. Eine Organisation wie das IKRK kann hier nur bescheiden beitragen, aber was unser Beitrag ist, ist, dass wir bei einigen wichtigen Themen und Bedürfnissen und elementaren Bedürfnissen versuchen zu helfen, gesellschaftlichen Konsens wiederherzustellen. Ich sehe humanitäre Hilfe immer, wie dies auch Martin gesagt hat, als nicht konditionierte Hilfe, und auf der anderen Seite ist es ein Baustein, über welchen man ein minimales Netz in einer Gesellschaft wiederherstellen kann. Unsere Tätigkeit im Bereich der Nahrungsmittelhilfe, der Unterstützung von Familien, von Wasser- und sanitären Einrichtungen, von medizinischen, von das ganze Engagement für den Respekt des humanitären Völkerrechts, der Probleme, sei dies jetzt in offenen Konfliktsituationen, in anderen, sind Versuche, elementare Zivilität in der Gesellschaft herzustellen und damit eigentlich zu helfen oder Bedingungen zu schaffen, in welchen eine Gesellschaft sich langsam wieder rekonstruieren kann und in welcher politische Akteure wieder Verantwortung übernehmen können. Und in dem Sinne rechne ich damit, dass wir lange in dieser Region tätig sein werden. Ich gehe davon aus, dass diese Region größer ist, als dass wir das, was wir meinen. Ich habe es angedeutet am Anfang. Es geht nicht nur um Nordafrika und Syrien, es geht auch um den Sahel. Wir haben eine neue Bruchlinien, die aufbrechen, und ich denke, wir werden nur mit Geduld und längfristiger Perspektive auch als humanitäre Akteure einen wichtigen Beitrag in dieser Region leisten können, wenn wir uns in der langfristigen Dimension denken. Ich möchte nachher das Publikum auch noch zu Wort kommen lassen, aber trotzdem noch auf dieser Seite noch die Frage, Geduld ist angesprochen worden, Herr Deinden. Die DEZA, die hilft vor Ort, die ist vor Ort engagiert. Haben Sie Geduld und sind Sie noch... Normalerweise habe ich keine Geduld, oder als Person oder in meiner Arbeit. Aber ich sehe schon sehr unterschiedliche Dinge, oder wenn ich in diesen Raum sehe. Ich bin völlig einverstanden mit dem, was Peter Maurer gesagt hat, oder dass wir uns auf eine lange, zähe Transitionsphase einstellen müssen in Nordafrika. Und ich glaube, was wir dort tun können, das ist für die DEZA etwas anderes als für das IKRK, das ist, dass wir die Länder dort und die Leute dort unterstützen müssen, ihren eigenen Weg zu gehen. Das sehe ich im Kern und ich bin völlig mit dir. Einiges handelt sich hier nicht um klassische Entwicklungsländer. Wir sind in einer anderen Situation als bei den südlichen Nachbarländern dieser Länder. Ich sehe dann als Zweites eine natürlich andere Situation in Syrien. Oder dort bin ich eigentlich
bedeutend weniger optimistisch. Es ist schwierig, in Szenarien zu sprechen. Dort ist nicht auszuschließen, dass das Land zerfällt, dass wir es mit einem schwierigen, konfliktreichen Weg zu tun haben, dessen Konturen für mich noch nicht absehbar sind und wo ich auch damit rechne, dass wir längerfristig humanitäre Hilfe leisten werden. Und dann, glaube ich, sollten wir auch nicht vergessen, Peter, du hast die größere strategische Region angesprochen, ist richtig, aber es gibt dann im Nahen Osten selber natürlich beispielsweise Palästina große ungelöste Probleme. Es ist der Irak, oder der zwar jetzt beruhigt ist, aber ich glaube, du hast mir das gesagt heute, es hat im letzten Monat mehr Opfer gegeben im Irak als in Syrien, oder? Also wir haben es auch mit Ländern, Kontexten zu tun, die jetzt nicht immer in den Medien kommen, wo wir aber sehr große Herausforderungen haben und vorderhand auch zu einem großen Teil mit humanitären Mitteln arbeiten und dort, wo wir es können, auch politische Prozesse unterstützen. Die Schweiz ist kein Keyplayer, wenn es dann um die politischen Lösungen geht, aber sie kann gezielt Unterstützung leisten und sie wird das auch tun, wenn sich Möglichkeiten dazu eröffnen. Herr Nickel, vielleicht noch das Schlusswort bei Ihnen, ja. Also, was verbinden Sie noch für... Ich bin langfristig optimistisch. ich finde solche Revolutionen nötig. Es wäre sonst nichts geschehen. Wir wissen, dass nach der Französischen Revolution nicht alles wunderbar gelaufen ist, aber ich möchte nicht, dass sie nicht stattgefunden hätte. Das wäre nicht günstig gewesen für uns. Nicht. Ja. In diesem Sinne sehe ich das. Ich würde empfehlen, der DEZA und überhaupt der Schweiz, der offiziellen Schweiz, sich ein bisschen kritischer auseinanderzusetzen mit dem, was die multilateralen Entwicklungsbanken in diesem Raum wollen oder was auch die EU in diesem Raum will. Seit dem frühen 2011 lese ich immer dieselben Rezepte, also ja, sie sind zu wenig in den Welthandel integriert, sie müssen sich mehr öffnen, es wird eine SWADA heruntergeleiert, die faktisch nicht stimmt. Und die sozusagen die Fortsetzung des Programms ist, dass man schon vorher den Mubarak und den Ben Ali und so weiter als seinen Entwicklungsweg verkauft hat. Übrigens hat Ben Ali und Mubarak kurz vor dem Sturz allerbeste Noten vom IWF erhalten. Ein Land on track. Die Entwicklung läuft blendend. Weiß der Teufel was. Es kam sogar ein UNDP-Bericht heraus. Da war vielleicht sogar richtig, was die Indikatoren betrifft. Der zeigte, die nordafrikanischen Länder, Marokko, Algerien, Tunesien, sind die Spitzenreiter, was der Humanitarian Development Index von 1970 bis 2010 war das, glaube ich, anbetrifft. Auch Nepal war dort in der Spitzengruppe. Das ist eine interessante Sache, abgesehen davon, das zeigt, dass Revolutionen ja oft dort ausbrechen, wo es nicht so beschissen ist. Mhm. Und wo ein städtisches Publikum, das sind urbane Gesellschaften heute, Ansprüche stellt, weil schon gewisse befriedigt worden sind. Und das Problem ist heute, dass diese Ansprüche gar nicht mehr befriedigt werden können. Und das, was die multilateralen Entwicklungsbanken vorschlagen und der Westen als Wirtschafts- sozusagen Weg, Entwicklungsweg, das ist falsch und das wäre sehr sinnvoll, wenn man auch hier auf die Opposition hört. Es gibt sehr lautstarke Proteste in Ägypten gegen Abkommen mit dem IWF. Es gibt dasselbe in Tunesien. Und ich würde die Schweiz auffordern, hier die Ohren zu öffnen und ein bisschen segensreich in den multilateralen Banken tätig zu werden. Ich nehme an, das wird zur Kenntnis genommen auf Ihrer Seite. Und ich danke Ihnen für das Gespräch bis jetzt. Jetzt sind Sie, wie angetönt, an der Reihe. Und Herr Schilder wird mit dem Mikrofon herumgehen und die Fragen. Ich bitte Sie, Fragen zu stellen, es haben mehrere Interessenten. Mein Name ist Oskar Bergamin. Meine Frage geht an Herr Dahinden.
Sie haben schon angesprochen, Sie sehen ein möglicher Zerfall von Syrien. Man sieht jetzt eine demografische Verschiebung von fast 1 Million, also die libanesische Regierung spricht von 1 Million Leute, teils registriert, teils nicht registriert, nach Libanon auswandern. Die palästinensische Flüchtlingslager in Libanon, die Bevölkerungszahlen dort haben sich gleich verdoppelt. Es gibt da so viele verschiedene Gruppen, von Hezbollah bis hin zu Hamas, bis hin zum PLFP. Wie schätzen Sie denn das Potenzial ein, dass das auseinanderbrechen könnte? Und was macht die DEZA oder eventuell auch das IKRK dagegen, die Sache dort zu entspannen? Wie Sie wissen, finden in diesem Jahr in Libanon Wahlen statt. Und der Faktor Flüchtling ist zum Wahlkampfthema Nummer 1 geworden in Libanon. Also eine sehr gefährliche Lage. Ja, also eben das ist ja meine Befürchtung, oder? Und wie wir das diskutiert haben vorher, wären da an sich ja politische Lösungen notwendig. Peter Maurer hat darauf hingewiesen, wo es blockiert ist in erster Linie. Was wir jetzt konkret tun als DEZA ist, dass wir unterstützen oder die Aufnahme dieser Flüchtlinge oder dass sie ein Auskommen haben, dass man sich um ihre Bedürfnisse kümmert, oder? Aber die Schwierigkeiten, oder, die entstehen dadurch, dass sich beispielsweise im Libanon die Bevölkerungszusammensetzung ändert, oder, und wir wissen alle, dass dort ein sehr instabiles Gleichgewicht besteht. Das wäre natürlich ein Anspruch an die DEZA, der nicht erfüllbar wäre. Also was wir dort machen, ist effektiv humanitäre Hilfe leisten. Zoltán Doka von Solidar Swiss. Eine Frage, wir haben heute viel gehört über humanitäre Hilfe, primär unpolitisch, unparteiisch, über EZA mit ihren verschiedenen Instrumenten. Die Schweiz hat aber auch eine Außenhandelspolitik. Gibt es hier verwaltungsintern oder politisch Überlegungen, wie man auch außenhandelspolitische Instrumente zur Unterstützung dieses komplexen Prozesses einbezieht? Danke. Also, da bin ich wahrscheinlich angesprochen, das Staatssekretariat für Wirtschaft ist ja auch im Entwicklungsbereich tätig und die Antworten, oder die jetzt gegeben wurden, ich spreche jetzt von Ägypten und von Syrien, schließen auch Maßnahmen des ECO ein. Jetzt, ob es andere, sagen wir, Aktivitäten gibt in den bilateralen Wirtschaftsmaßnahmen, die man andenkt, das kann ich Ihnen nicht im Einzelnen sagen, aber das Staatssekretariat für Wirtschaft baut in diesen beiden Ländern Programme auf. Und mittellängerfristig ist das eher ein Tätigkeitsgebiet dann für das SECO als für die DEZA, weil es wichtig ist, oder dass sich die DEZA dann wieder stärker auf die ärmsten Länder konzentriert? Es gibt keine Planung im Moment von irgendwelchen Freihandelsverträgen oder so. Ja, das es ist typisch, dass das Parlament jetzt noch ein Investitionsschutzabkommen mit Tunesien durchgewinkt hat. Ein paar kritische Fragen gab es immerhin, dass noch mit Benali ausgehandelt worden ist und dass, ich würde sagen, heute bald den tiefsten westlichen Standard in sich hat. Da hat man Routine gemacht. In Tunesien gibt es Leute, die in der Regierung sind, die gar nicht wissen, dass sie ein solches Abkommen haben, und die Konstituante hat das auch noch nicht ratifiziert. Das finde ich schludrig, dass so etwas gemacht worden ist, ist aber auch nicht tragisch, abgesehen davon. Und die neue tunesische Regierung soll so rasch wie möglich eine Revision dieses Abkommens verlangen. Es wäre an sich alles vorbereitet, ein besseres Abkommen abzuschließen. In diesem Sinne, dort denkt man nicht, außer vielleicht das, was die multilateralen Entwicklungsbanken wollen. Und dort sollte man sich ein bisschen alternativ engagieren. Vielen Dank. Vielleicht kann ich nur zur Frage der,
der regionalen Stabilität und was gemacht wird, selbstverständlich immer natürlich von meiner Perspektive des Humanitären, aber es ist eine Komponente, die oft vergessen wird und die in unserer Arbeit wichtig ist. Und das ist, was das IKRK macht und die Föderation von Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften in Zusammenarbeit mit den jeweiligen nationalen Gesellschaften in den Ländern. Also in Libanon zum Beispiel ist eine der großen Aufgaben natürlich im Moment, das libanesische Rote Kreuz zu unterstützen. Das Gleiche in Libyen, in Tunesien. Unsere primären Partner, das IKRK ist Teil der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und unsere primären Partner in den Ländern sind natürlich die nationalen Gesellschaften. Und in dem Sinne ist natürlich das humanitäre Stabilisierung von unten und nicht Lösung der großen politischen Probleme, die sich stellt. Aber es ist ein wichtiger Beitrag. Man muss sich bewusst sein, die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung weltweit ist die größte soziale Bewegung, organisierte Bewegung, die es weltweit gibt, mit über 100 Millionen Mitgliedern organisierten. Und wenn ich von Afghanistan über Mali, über Syrien sehe und auch in den Ländern des arabischen Frühlings, ist es immer wieder gelungen, diesen Gesellschaften, so prekär ihre Stellung bisweilen ist, aber ist es immer gelungen, eigentlich nationalen Zusammenhang und Halt noch zu gewährleisten und zu jenen Gruppen zu gehören, welche im ganzen Land tätig sind. Also wenn ich ausweiten darf, oder nach 30, 40 Jahren Bürgerkrieg und bewaffnetem Konflikt in Afghanistan, gibt es immer noch einen afghanischen roten Halbmond. Und in Mali gibt es immer noch ein malisches Rotes Kreuz, welches außerordentlich wichtige Arbeit leistet. Und das libanesische Rote Kreuz gehört zu den besten Rotkreuzgesellschaften überhaupt in der ganzen Region. Und eine der Aufgaben dann des IKRK ist natürlich, diese Kapazitäten zu unterstützen. Oder wir machen Ambulanzdienste mit dem libanesischen Roten Kreuz. Wir machen Ausbildungsarbeiten für mehr Freiwillige, für mehr Arbeiter des libanesischen Roten Kreuzes, sodass sie befähigt werden, mit den Flüchtlingsströmen überhaupt umzugehen. Ich wollte das einfach als andere Dimension, wie man humanitär Hilfe leisten kann und gleichzeitig zu einer Stabilisierung dieser Gesellschaften beitragen kann, hier noch erwähnt haben. Frau Müller. Noch ein Zusatzaspekt, jetzt Beispiel Flüchtlinge, Libanon, humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit. Ein Aspekt, der auch nicht so offensichtlich ist, ist ja die Tatsache, dass wir unbedingt schauen müssen, dass wir mit Entwicklungshilfe und humanitärer Hilfe nicht auch unbeabsichtigt die vielen Spannungen, die wir jetzt identifiziert haben, einerseits ethnisch-konfessionelle mögliche Spannungslinien, aber auch zwischen Libanesinnen, Libanesen und Flüchtlingen, Ansässigen und Flüchtlingen, zwischen Libanesen und Syrern mit der schwierigen Besetzungsgeschichte, also da gibt es viele Spannungen, dass wir da nicht noch unbeabsichtigt solche Polarisierungen verstärken, weil das nämlich oft passiert. Wir sind im Moment dabei, von Swiss Peace aus, im Libanon eine Studie dazu zu machen, worauf man sich jetzt als humanitärer Akteur besonders konzentrieren sollte und was das bedeuten könnte für die Umsetzung, auch in Zusammenarbeit mit der DEZA übrigens und anderen Schweizer Akteuren vor Ort. Ja. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, das scheint... Darf ich noch eine Zahl nennen? Bitte. Ja, Nick, Herr Leckli. Sie ist mir gerade in den Kopf gekommen, ich habe das heute recherchiert. Seit Anfang 2011 sind etwa 18 Milliarden an Hilfe versprochen worden für den Raum Arabische Revolution. Und es sind 4 Milliarden ausbezahlt worden. Und jede Hilfeankündigung, die Sie sehen, können Sie ruhig runterdividieren auf einen viel tieferen Betrag, der dann tatsächlich fließt.
Das hat auch ein bisschen mit den Unsicherheiten zu tun, logisch. Aber es ist ein Ritual, das man jetzt schon lange beobachten kann, dass die Hilfezusagen an den Summits immer viel höher sind als das, was fließt. Ich möchte einfach sagen, dass das nicht die Politik der DEZA ist, Ankündigungen dann zu machen, aber stimmt das natürlich. Stimmt, man muss hier die Schweiz loben, dass sie zahlt, was sie sagt. So ist es, ja. Es ist ein großes Problem, dass, mit dem sich das IKRK konfrontiert sieht heute, weil sie haben das und stellen das auch jeden Tag immer wieder fest, weil zum Beispiel ein Land eben wie Syrien in den Medien ist, besteht überall politischer Druck, etwas zu Syrien zu machen. Und weil niemand wirklich etwas machen kann, macht man eine Pledging-Konferenz. Und eine Pledging-Konferenz erregt den Eindruck, als würde etwas geschehen, ohne dass wirklich etwas passiert. Und auf der anderen Seite sind dann gleichzeitig an solchen Pledging-Konferenzen werden Gelder gebunden, oder? Es werden dann immer auch Gelder einbezahlt irgendwo, die gar nicht ausgegeben werden können, weil eben die Situation unsicher ist. Und es beschäftigt mich schon stark, oder, dass wir immer wieder mit solchen Spiegelfechtereien es zu tun haben, weil wenn man eingestehen würde, was das Problem ist, müsste man vielleicht anders handeln als durch eine Pledging-Konferenz. Und ich denke, es ist wichtig, dass man auch als kritische Bürgerinnen und Bürgerinnen und Bürger die Politik so liest und auch kritisch hinterfragt und sich immer wieder die Frage stellt, wenn etwas angekündigt ist, wird es geschieht wirklich etwas oder wird es nur angekündigt, um zu vertuschen, dass nichts geschieht? Wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann würde ich meine Damen, meine Herren, Ihnen ganz herzlich danken für das Gespräch. Ich glaube, im Anschluss gibt es noch einen, ja, zwei Stück oder einen Stock tiefer noch einen Upper, aber das sagt Ihnen jetzt Herr Schilder. Ja, genau, noch zwei Hinweise. Erstens, es war auch von Ägypten jetzt verschiedentlich die Sprache. Es gibt im Rahmen der Ausstellung Karam auch eine Mittagsreihe und in einer Woche findet die Mittagsveranstaltung statt von Mubarak zu Mursi, Ägyptens schwierige Annäherung an die Demokratie mit Kim Sitzler vom EDA, der vor Ort arbeitet. Dazu sind Sie also auch herzlich eingeladen. Eingeladen sind Sie auch zum arabischen Apero im zweiten Stock. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind und ich bedanke mich vor allem auch ganz herzlich bei dieser Runde, bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für dieses Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Applaus